Ja, Leute, heute geht's weiter mit der Zombie-Mod zusammen mit Billo. Und ja, das Einzige, was sich geändert hat, ist eigentlich das Auto. Keine Ahnung, wir sind hier gespawnt irgendwie in einem anderen Auto, weil wir hatten ja vorher so einen Range Rover. Jetzt haben wir hier so eine Kiste und wir sind hier mitten in der Nacht, Alter. Ist richtig dunkel, erstmal hier ein paar Zombies umbraten. Billo, wie geht's dir? Bist du bereit? Ich bin angeschlagen. Wie, haben sich die Zombies was aufgegessen oder was? Digga, lass mal. Große Sorge, Rest. Was ist denn das hier? Boah, guck mal, wie viel Loot hier liegt. Ich sag dir, in der Nacht liegt immer mehr Loot. Lass mal zur Military Base fahren. Vielleicht haben wir da ein Spezialauto oder so, keine Ahnung. Also das Wichtigste ist, wir benötigen auf jeden Fall Sniper, um die anderen Spieler hier zu killen. Müssen aufpassen, ich habe auch nicht viele Waffen, Bruder. Ich habe eine Leuchtpistole, wow. Wir müssen uns auf jeden Fall ausrüsten. Ja, warte mal, ich fahre jetzt hier am besten in die Military Base. Und, boah, sind überall Zombies noch. Wir fahren am besten in die Military Base und vielen, vielen Dank, Leute, noch für die Dingsbums, die Ideen, wo wir die... Das ist ein Flugzeug. Das ist echt ein Flugzeug. Hörst du das? Ja, ich sehe das sogar. Hier, sammeln wir mal die Loot ein. Lass mal die Loot einsammeln. Okay. Geh raus hier. Hast du noch eine Waffe? Ich habe zwei Äpfel. Ne, ich habe keine Waffe. Ja, du musst essen und trinken, um... Hä? Lol. Du musst essen und trinken, um Dings... Pass auf, ey, wie du stirbst jetzt! Pass, dann komm her, du Karba! Da, sag ein Testo! Hinter dir, Testo! Ja? Noch einer hinter dir! Oh mein Gott! Digga, verpisst euch doch mal, ihr kleinen Pisser, Junge! Oh, fahr du lieber! Ja, ich fahr lieber. Du kannst mit im Inventar zu essen und trinken, ne, wenn du es isst. Ja, warte, ich muss zuerst einstellen. Oh mein Gott. Hä? Nein, nein, nein! Oh. Renn weg, renn weg, renn weg, renn weg! Renn weg, renn weg! Renn, 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 renn weg, renn weg! Oh, renn, 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 ich steig dir. Oh mein Gott, sind hier viele. Renn, 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 einfach, renn! Nicht einstellen. Steig jetzt ein. Jetzt einstellen. Geh, fahr. Oh, du hast unbedingt eine Waffe, Digga. Alter, mit dir ist ja richtig schlimm. Alter, das ist schon mal eine Axt, aber ist egal. Nee, da waren zu viele. Halleluja, Digga. Geh mal, ess erstmal was, Digga, dass du ja volles Leben hast. Kannst nämlich essen, dann kriegst du Leben dazu. So, ich fahre jetzt mal. Ich hab Bandagen, ich glaube, ich kann die nicht. Was ist denn das hier? Steig mal aus und sammel das ein. Ist denn das ein Walkie-Talkie? Hä? Was war das? Das ist eine Granate. Oh, sehr gut. Digga, hä? Ich krieg Schaden. Lol, ich hab Durst, Digga. Lol. Der hab so jetzt, weil du nix hast zu trinken. Hast du trinken? Ich brauch trinken, Digga. Ich hab einen Drop hier, komm mal her. Kannst Gebe ich dir das? Ja, Drop, kannst du's droppen? Wie geht's? Nee. Lol, Digga, ich hab kein Trinken. Ich brauch Essen mal. Ach Quatsch, Essen, Digga, hä? Ah, es war Essen, Bruder. Lol. Oh, fast gestorben. Okay, bin wieder da. Fado. Ja. Oh mein Gott, hier ist ein Zombie gekommen. Schnell rein, wieder. Gut, komm, gib Gummi hier. Fahr jetzt erstmal in die Military Base rein und gucken, was da so Neues gibt. Ich habe auch noch eine Idee, wir müssen mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall einen Sniper, weil wir ja kein Visier haben. Wenn wir einen Sniper haben, dann haben wir ein Visier. Und dann können wir die richtig auseinandernehmen. Ich hoffe, man kann hier rauffahren. Scheiße, wir müssen irgendwie raufkommen. Oder wir springen da rauf. Guck mal, da ist überall Loot, Alter. Wollen wir da einbrechen? Ich sehe das. Ja, natürlich brechen wir ein, aber ich bin Bello. Ja, oh mein Gott, guck mal die Waffe da an. Sammel die mal ein. Ja, lass mich mal raus. Das Kampfgewehr, nice, Alter. So, jetzt kommt mal zu Papa. Ja, warte erstmal, Papa. Ey, wir bräuchten auch vielleicht ein neues Auto, Alter. Keine Ahnung. Oder soll ich lieber in die nächste Stadt fahren? Ich weiß nicht. Ja. Ey, sorry, Abe. Nee, ey, wir fahren mal lieber in die nächste Stadt. Holen erstmal ein neues Auto, weil der hat nicht mehr so viel Sprit. Oh mein Gott, nein. Nein. Bitte nicht leer werden. Bitte nicht leer. Wir sind am Arsch, Digga. Wir sind am Arsch. Ich sag dir.
Es gibt dann allen Rausgehverbot. Nein! Digga, wir sind hier am Arsch der Welt. Hast du gesehen, wer die Kachbar weggeklatscht hat, der Elban? Ja, halt mal lieber Ausschau nach dem Auto. Weil ansonsten sind wir hier gleich am Arsch, Digga. Nämlich richtig am Arsch. Wir müssen auf jeden Fall in die nächste Stadt kommen. Meine Mutter hat immer gesagt, du hast 2 gesunde Beine. Ja, super. Nimm den mit, auf Wiedersehen, du Dreckszombie. Auf Wiedersehen. Boom. Zack. Der Knall. Du kannst auch in der Ego-Perspektive kannst du besser visieren, ne? Was weißt du? Ich bin Bello, ich kann das perfekt. Egal welche Dingsposition. Bist du Scharfschütze oder was? Bin was Besseres als Scharfschütze. Digga, ich bin von China über Japan über Meer gelaufen. Was willst du mehr sagen? Ja, wir sind am Arsch, Digga. Unser Auto hat gleich keinen Sprit mehr. Wir sind doch nicht am Arsch. Oh mein Gott, wo fahren wir denn jetzt hin? Digga, woher kommen die alle? Ja, keine Ahnung, ich bin mir aus dem Busch gekrochen, Mann. Ist ja schlimmer als bei Walking Dead. Die kommen alle aus dem Penny, da gab's Sonderangebot. Essen, trinken hast du noch, ja, da liegt noch eine Waffe, aber ich will jetzt nicht stehen bleiben. Sonst können wir das Ding nicht mehr starten. Ja, okay, gleich ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Dann können wir auch, wer heißt das? Das nehmen, wenn du eh keinen Sprit hättest. Ja, ich probiere noch in die nächste Stadt zu kommen. Weil da ist vielleicht ein Auto, wenn da kein... Ach, ist leer. Nee, bist du noch drin. Komm, zieh! Beweg dich mal so. Oh, hier, nimm die Waffe. Oh mein Gott. Kleiner Pisser, lass Billo in Ruhe! Ja, du kleiner Pisser. Jetzt ist schon tot. Trotzdem nochmal nachschießen. Einfach den... Puh! Da liegt was. Ja, das ist nur so ein Essenspack oder so. Nee, das brauchst du. Nee, ich hab noch Essen. Hast du noch genug Essen? Ich bin voll grad. Ja, fährt die Karre so langsam oder was ist los? Nee, ich fahr aus Absicht so langsam, weil ich Lust hab. Das nee, lass weiß ich bei dir manchmal nicht. Ja. Oh, wir gehen jetzt hier, machen jetzt hier. Warte mal, wir sind Squad hier. Wir sind wieder aus dem Squad geschwommen bestimmt. Paul, was ne? Was sagst du? Geh mal wieder Paul Squad. Warte, ja, mach ich sofort. Ja, mach das, ich knall die Zombies hier ab. Gib mal Deckung. Ja, ich geb Deckung. Schnell. Digga, der hat eine Knarre gehabt, der Zombie. LOL. Da hinten ist was zum Dings. Pass auf. Ich hab's gesehen. Komm mit, da liegt was. Ja, hier liegt überall was. Bist du jetzt im Squad, Digga? Nicht, dass ich wieder abknalle. Ich bin drinne. Guck, da steht doch unten links. Nee. Doch, Screws Joint Paul Squad steht da. Paul Klein, ne? Ich mach jetzt nochmal, warte. Weil du bist nicht drinne. Ja, auch... geduldige dich. Ja, Digga, du schreibst das Paul immer falsch, kann das sein? Nein, Digga, grad groß, jetzt klein. Was oh mein Gott, das ist ein Minigun! Sammel die Minigun auf, schnell! Oder ist das ein Sniper? Sniper. Ach du Scheiße, sehr gut. Ich dachte, das ist ein Minigun, Alter. Digga, ich hoffe, du bist Sniper-König. Ich bin alles König. Ich bin MDMA-König und Sniper-König. Pass auf. Oh mein Gott, hier sind richtig viele. Die Rückendeckung gegeben. Ja, sehr gut. Wir müssen hier weiter in die Stadt. Was ist denn das hier? Da habe ich keinen Schuss mehr, scheiße. Hast du überhaupt noch eine Waffe? Natürlich, Bello ist da. Bam, 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 Bello ist da. Ja, komm, fighte die weg da. Kommt, ihr Jungpisser, ich mach euch kalt. Au! Papa! Komm zu mir! Digga, so richtig Spieler! Wir sind am Arsch, Junge! So, alle weg da! Der OPA! Hier, komm! Au! Warum tötest du mich? Hey! Nein! Du hast mich geschlagen! Nein! Mein eigener Sohn tötet mich! Haram! Du bist aber hier in der Nähe, ne? Guck mal hier, du siehst mich auf der Karte, Digga. Ich komm zu dir geflogen. Wanda, du kriegst von mir einen Nackenschelle-Tester zu Hause. Hey, sorry. Du hast mir richtig an die Fresse das Ding gehauen, weißt du, wer das getan hat? Ey, hast du eigentlich schon eine Idee, wie wir unsere Base bauen? Wie? Ja, ich hab gehört, wie heißt das? Wir machen das oben auf diese eine Hügel, wie heißt der?
Mount Chiliad, oder was? Ist das genau da. Nein. Digga, ich würde einmal sagen, wir brauchen so. Ja, scheiße, jetzt hast du die Sniper verloren. Sniper ist die stärkste Waffe mit hier, ne? Sag nicht, ich hab die verloren, ja, sondern du. Siehst du mich? Ne, ich komm zu dir geflogen. Ich bin hier in Helikopter. Siehst du das? Tschüss, guck mal auf der Karte, wie weit du weg bist. Ich... Alter, dein Ernst? Junge, weil ist du... Ist egal, ich komm zu dir geflogen mit Helikopter. Du hast doch gar keinen Helikopter. Natürlich, ich bin gerade hier in Luft. Hä, willst du mich veräppeln? Woher hast du denn... Ja, woher hast du Helikopter? Ja, woher hast du Helikopter, ist die Frage. Helikopter habe ich, hier. Ja, warte, ich bin nicht in der nächsten Stadt, denn... Hast du wirklich einen Helikopter jetzt? Ich schwör. Ja, Digga, Helikopter habe ich. Du meinst Fallschirm hast du, du hast einen Fallschirm. Wie Fallschirm? Weißt du, was der Unterschied zwischen Fallschirm und Helikopter? Was Fallschirm? Ja, Helikopter, Bruder, guck mal, ich bin in der Luft und ich kann mich bewegen und ich... Hier dreht sich alles wie so ein Propeller. Also Helikopter. Bist du im Helikopter gespawnt, WTF? Okay. Kannst du den auch landen? Das dauert, der ist nicht so schnell. Ja, ich glaube, du erzählst mir ein bisschen Scheiße, ey. Kann das sein? Ich glaube nicht. Ja, wenn du jetzt mit Helikopter... Ja gut, okay, dann können wir direkt erstmal ein Auto suchen. Mein Helikopter ist bunt, den erkennst du sofort. Der hat Regenbogenfarben. Ja, du hast einen Fallschirm, du Holzkopf. Ne, das ist ein Helikopter. Ah, okay, genau. Und ich bin Fred. Busfahrer, 58 Jahre alt. Ich dachte, du bist Lastkraftwagenfahrer. Siehst du? Na, ich bin jetzt hier in der Stadt, ich suche jetzt erstmal ein Auto, hol ich dich gleich ab, falls ich eins finden sollte. Wenn nicht, sind wir eh am Arsch, Digga. Ich bin hier in Palito Bay. Ich bin richtig weit weg. Aus dem Weg. Ich hab eine Hundeleine gefunden. Komm her, guck mal hier. Ich hab hier, soll ich hier mal so einen Zombie zähmen? Komm her, du Hund. Ey, knall dir die Rübe. Ich hab dir richtig die Rübe weggeknallt, Digga. Also, ich hab jetzt Helikopter gelandet, damit du Bescheid weißt. Warum fliegst du nicht bisher? Weil der Helikopter automatisch nach unten geht. Ja, weil du doof in der Bühne bist. Weil es gar keinen Helikopter hier gibt. Natürlich. Du bist meine Ex-Klassenlehrerin. Nein, Spaß. Grüße gehen raus. Ich schau rein. Wen willst du denn grüßen? Was denn? Was machst du denn schon wieder? Nix, alles. Ich bin jetzt ganz allein in der Stadt, ne? Ganz allein in der Stadt, dann bau keinen Unsinn. Ja. Ey, Alter, ich hab einen Benzinkanister gefunden, oder was ist das? Ich hab ne. Ist das ein Schutz. Nee, Benzinkanister. Scheiße. Hä, warum kann ich den nicht aufheben? Hey! Warte mal, hab ich zu viel Sachen drin oder. Warte mal. Inventory. Vielleicht kann ich es nicht mehr mittragen. Ach, ich glaube, du musst damit Auto durchfahren. Oder so, keine Ahnung, Mann. Ich habe ein Auto. Oder ist das ein Auto? Oh mein Gott, ich habe einen Lastkraftwagen. Hey, bist du noch da? Natürlich, das hört jetzt so. Ich hatte hier gerade noch einen Termin, deswegen bin ich verhindert und jetzt woanders. Willst du mir jetzt sagen, du bist schon wieder gestorben? Ich bin noch nicht gestorben, ich hatte einen Termin. Aus dem Weg. Wer hat Pakete geliefert? Lastkraftwagenfahrer. Unter mir ist ein Spieler, der ist auch in einem Helikopter. Ja, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ah, da bist du direkt. Ja. Ist da ein Spieler? Ja, der ist hier, der fährt hier links hin, der fliegt hier in die Berge rein. Ja, dann holen wir uns den hinterher. Ich komm zu dir runter, bleib mal da. Wo bist du denn? Ich bin über dir. In meinem Helikopter. Ich hab doch gesagt, ich hab einen. Ich seh dich nicht, Digga, wo fliegst du? Digga, du fliegst viel zu weit weg. Ja, hä? Digga, das ist gar nicht so einfach mit dem Helikopter, du Lamba. Ich seh dich gar nicht, Digga. Bleib einfach mal stehen. Kannst du mir den Gefallen tun? Ach, da oben bist du. Ja, hier ein Helikopter. Ich werd angegriffen. Was machst du denn? Das ist falsch, ich sag's doch. Das Helikopter, ich lande jetzt. Air Force One nimmt Flugdingsbums auf. Air Force One. Na gut. Ah, scheiße.
Pass auf. Lander. Pass auf, wir sind über Zombies. Wer will die erste Bombe? Du, pass auf, ey, pass auf! Guck mal, wie viele hier sind. Hier oh mein Gott. Ist ein Wagen. Ja, die hab ich auch besorgt. Ich hab einen Wagen besorgt, Testo. Halt deine Schnauze. Ja, komm, wir müssen hier irgendwo Waffen sammeln. Wir müssen einfach weg, guck mal, wie viele Zombies hier sind, Digga. Ach du Scheiße, Digga. Ich hab keine Munition. Ohne mich kriegst du gar nichts gebacken. Oh mein Gott. Du musst deine Pakete wirklich ausliefern. Tag 1. Ja, warte. Fahr! Okay. Alles unter Kontrolle, warte erstmal den hier. Fahr mal zurück. Da war ein Dings, da war. Da war ein Dings gewesen. Benzinkanister, gucken wir, ob wir nicht aufheben können. Rechts? Geradeaus? Oder hier rechts? Ja, geradeaus oder rechts. Hab. Boah, was ist nach vorne, Digga? Das ist übelst komische dunkler Wald, ey. Boah, die halten sich richtig am Auto. Fahr doch mal geradeaus! Ja, geht nicht, ich hab noch einen Zombie unter meinen Reifen. Du bist ja zu blöd zu fahren. Warum rennen die denn weg? Guck mal, die haben Angst vor deinem Lastkraftwagen, glaube ich. Guck mal, hier lag Benzinkanister, der ist weg. Lol. Okay, lass mich mal fahren. Pass mal auf, steig mal aus. Bring uns nicht schon wieder um. Wieso ich? Dohan. Hast du eine Maske eigentlich oder haben die Zombies dich ganz schön verjagt? Warum hast du keine Maske, so hässlich wie du bist? Doch, ich glaube, die Zombies haben dir ganz schön in die Fresse gehauen. Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Kann nur mal. Keiner haut Bello auf die Aus Fresse. Dem Weg. Oh. Ach du Scheiße, Schneesturm, ne? Ja, Lawine. Meinst du, gibt es Lawinen? Natürlich. Ich habe doch eben mit einer gekämpft. Okay, du hast mit einer Lawine gekämpft. Ja, guck mal, die halten sich richtig vorne am Wagen fest. Lawine hat verloren. Ey, das ist eine Waffe. Au! Oh. Komm her! Ich war Drive-By, ja Digga. Gar nicht. Bevor du pullest, pam, weg mit dem. Ja, wir müssen lieber ein paar Waffen sammeln. Okay, lass mich mal gleich wieder fahren. Ich hab ne Idee. Oh, das ist eine Waffe. Zurück. Fahr hier durch. Hier durch. Nicht da durch, durch die Platten da. Durch die Blechplatten da. Ja, genau, hier durch. So. Und jetzt da hier diese Dings aussammeln. Warte, ich sammle auf. Nee, die ist dahinter. Fahr doch durch die Zaun da durch. Gut, ich steck aus. Okay, der Beifahrer sammelt dann erstmal mal Waffen. So, fahr weiter. Willst du jetzt fahren oder so? Nee, fahr du jetzt erstmal. Weißt du, wo das Human Labs ist? Ja, irgendwo ganz rechts. Ja. Okay, warte mal, fahr mal rechts lang. Na krach, Buffer, verpiss dich. Rechts. Links ist auch eine. Meinst du, hier wohnen noch Leute? Weiß ich nicht. Oh, was ist das für eine? Oh, Bruder! Was hast du denn für eine? Ich bin dein Vater. Oh mein Gott, wir haben schweres Scharfschützengewehr. Ich dürfe nicht sterben. Fahr. Ich dürfe nicht sterben, was ist das Wir denn? Dürfen nicht sterben. Muss man Deutsch lernen. Du Scheiße, so, fahren wir jetzt zum Human Labs. Okay, ich geb das auf Karte ein, warte mal kurz. Du gibst das auf Karte ein, ja. Hast du Navigationsgerät jetzt dabei oder was? Ich hab das eben gefunden, natürlich. Aha. Ein Zombie hatte das auf Tasche. Verpiss dich, Opi. Gibt's ja auch den Ali-Zombie oder was, der Navigationsgeräte klaut. Rest ist. Ey, ich kann ja selber markieren. Dann siehst du das auch, ne? Ja, das ist Human Labs, Digga. Ich hab gehört, im Human Labs, Bruder, gibt's so heftige Waffen. Die Waffen sind besser als die Waffen von deinem Urgroßvater. Ich weiß, hab mich auch gehört. Ich hab eben mit 3 Zombies gesprochen und die haben mir das erzählt. Du kannst mit Zombies reden. Natürlich kann Bello mit Zombies reden. Ja, dann red mal. Also, wenn ich mich jetzt. Bist du ein Zombie oder bist du was anderes? Nee, also, wenn ich mich jetzt draußen hinstelle und ein Zombie zu mir kommt und du sagst, geh weg, dann geht er weg oder was? Ich kann mit dem reden, natürlich. Ja, gut, dann stelle ich mich jetzt hin und wenn er nicht weggeht, dann hast du gelogen. Ganz einfach. Nein, weil wenn er nicht. Du kannst kein Zombie-Sprache. Nee, deswegen sollst du auch reden, du Holzi. Ja, das kann nur sein, dass der nicht hört und dass er anhalten. Eskaliert. Hier ist was.
Hier sind auch gar keine Zombies gerade. Hast du die weggeschickt alle? Ich hab dann eben gesagt, du sollst Straße großteils freimachen. Der hat gesagt, ich sag Bescheid. Okay, warte mal, guck mal, da ist ein Zombie, ne? Komm mal mit. Okay, wo ist der? Boah. Ein Schuss tot, Digga. Nee, doch nicht ein Schuss tot, scheiße. Okay, sag mal, die sollen abhauen. Pass auf. Warte mal. Der war ein bisschen zu aggressiv. Ich red nachher mit denen. Ey, du. Pass mal auf, geh mal zur Seite, ich red alleine mit denen. Bleib du mal da. Oh mein Gott, hier kommen. Hier kommen die Spiele, Digga. Du störst das Gespräch, so ich red denn mit denen. So. Oder kennen die Zombies so die Sprache der Gewalt? So, hallo, guck mal. Ey, du. Also, ich will dir mal was sagen, Zombie. Hammer genau so. Es fängt das nicht in Ordnung, was ihr macht. Verstehst du? Ja, du brauchst, guck, jetzt haut die ab von mir. Die hat Angst vor mir. Die rennt weg. Guck dann. Guck, wer läuft hier da weniger? Guck hier. Guck an, also. Na komm, jetzt mal hier, wenn ich mit dir ein ernstes Wort rede. Komm jetzt hin. Okay, ich töte dich. Hinter dir! Ich hab doch alles im Griff, Abi. Renn weg, Digga! Die hab ich rausgezogen. Ey, pass auf, was? Scheiße, Digga. Ach, die Scheiße, sind hier viele. Ey, hier ist ein Gorilla. Weißt du, hier ist ein Bär. Wallah, ich fick den. Komm her, schnell. Hier ist ein Gorilla, Digga. Der stirbt nicht, Abi, der ist verstanden. Du meinst, Yeti ist da, oder was? Ich schwör's dir, guck ihn dir an, da steht der. Okay, warte, ich komme. Und ich hab dann einen. Wo bist du überhaupt? Ja, ich bin hier. Bruder, sind zu viele, Alter. Wie zu viele. Das ist für mich auch Wärmübung. Ich red jetzt mit denen. Hey Leute, ihr habt ja. Dings, wie heißt der? Ihr habt Zombie-Verbot, du Hund. Okay, die bleiben stehen, Digga, die haben wirklich Angst. Natürlich, wieder mit den Rehmann. Oh, Testo! Digga! Er wird zum Beispiel verarschen, Digga! Walla, was machst du? Ja, ich. Ey! Ich bin bei Human Labs, kommst du hier hin? Bist du bei Human Labs direkt? Natürlich bin ich da! Ja, warte. Du hast doch gesagt, wir sollen uns da treffen. Das ist wirklich die Yeti, Bruder. Boah. Ach du Scheiße, einer will mich rausziehen. Der eine will mich rausziehen. Der sieht ein bisschen aus wie Hardy. Guck mal, das Ding, was ich nicht verstehe, ne? Was warum denn? Rennst du da mit der Taschenlampe mank, ja? Wenn ich da gerade Leute abknalle? Und warum hat unser scheiß Transporter ich kann es dir erklären, warum. Ja. Der hat mir schief angeguckt, der Horn. Und ich hab den wollte meine Taschenlampe über Gesicht sehen. Ja, aber das ist nicht gerade clever, wenn ich da gerade auf die schieße, ne? Ja, sehe ich, wo du hinziehst. Ja, er musste mal deine Augen aufmachen. Ich hab vielleicht schießt du einfach nicht, wo ich in deiner Nähe bin. Was hältst du denn davon? Ja, okay. Aber ich also jetzt Schießverbot erstmal, oder was? Du hast Schießverbot. Gut, guck mal, vielleicht, dass du auch noch ein Auto kriegst. Also vielleicht zwei Autos haben, weil ich weiß nicht, wie lange hier der Sprit reicht. Ich baue mir eins bei Human Labs ein Auto. Lastkraftwagenfahrer. Bist du Lastkraftwagenfahrer? Nee. Oh, wir haben sogar ein Human Labs Fahrzeug, ne? Ich bin gleich da. Oh, ich bin schon da. Ey, ich hab das stärkste Scharfschützengewehr, was du hier kriegen kannst, ne? Ich sagte, wir können gleich den Boss im Human Labs killen. Mich kannst du da nicht töten. Hä? Ja, du bist aber komischerweise heute schon wieder zweimal gestorben. Komischerweise nur wegen dir, wegen meinem Sohn. Ey, ich bin hier mit Helikopter, ich lande hier. Digga, wann kriegst du endlich mit, dass es keinen Helikopter gibt? Human Labs Tower für Belal Helikopter kommen. Okay, bitte aber. Erlaubnis um Landung. Ja. Genehmigt, danke. Ende. Du. Ah, okay. Hm. Okay, alles klar, Grüße gehen raus. An wen willst du grüßen? Ich will auch grüßen. Schöne Grüße auch von Bello. Ja, kannst du deine Mutter grüßen jetzt hier? Wir sind hier live im Video. Was sagst du, meine Mutter? Kannst deine Mutter grüßen, habe ich gesagt. Das ist dein Oma, Dohorn. Hä? Die, was gibt's daran, ist so falsch? Ja, okay, ne, grüße Oma. Ist da ein Auto in Human Labs? Ich baue gerade eins. Oh, der labert nur Scheiße, Alter. Ich laber kein Scheiße, Dohorn. Okay, warte, ich bin gleich da. Ich drifte jetzt um die Kurve. Batz, batz. 1,92 Kilometer. Hast du schon eine Waffe wieder?
Guck mal, ich bin noch nicht einmal gestorben, Alter. Und du? Doch. Wir müssen jetzt wirklich so machen, dass ich schieße einfach nicht mehr, wenn ich in deiner Nähe bin. Sehe ich genauso. Also, ansonsten kippst du, glaube ich, immer aus den Socken. Aus den Socken? Ja. Willst du mich auf Arm nehmen? Wieso hast du keine Socken an, oder was? Ja, doch. Ja. Hä? Wo bleibst du denn schon wieder? Das ist ein Molotov-Cocktail von Burns. Nimm den mit. Ja, wir haben gleich keinen Sprit mehr. Ja, ich würde ja hier mitfahren, aber ich habe den bösen Verdacht, dass du den Reifen kaputt geschossen hast. Du hast den bösen Verdacht? Ja. Na, dann hab doch mal den guten Verdacht. Was hältst du davon, dass du zum Beispiel selber schuld bist, dass du das nicht hast? Ja, ich fahre gerade mit rasanter Geschwindigkeit. Siehst du? Ich rede gerade mit Zombie. Du Zombie, wo kriege ich Auto her? Da vorne links. Okay, aber mach dich hier ab mit deinen Jungs. Verstanden? Okay. Guck mal, mein Sohn, ne? Der hat so grüne Kleidung an. Der ist nur ein Rohr. Ja, weil der ist Muttersöhnchen. Den erkennst du. Ja, Digga, ich war doch im Gespräch mit denen. Ja, jetzt sind die sauer. Jetzt wollen die wieder hierher. Oh ja, komm schon her. Du hast ja nicht mal eine Waffe. Weil ich auch am Reden war. War doch alles friedlich am Anfang. Ja, okay, dann reden wir wieder mit denen. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt sind die sauer wegen der. Ich weiß nicht, ob wir da rein können. Ich muss mal in die nächste Stadt fahren. Ich hab nur eine Pistole, ne? Ja, ich hab Baseballschläger. Guck mal, der eine ist richtig motiviert. Guck mal, der ist richtig motiviert da in Rot. Ja. Piss dich. Okay, sehr gut, Baseballspieler. Ich hoffe, wir kommen da rein, Alter. Pass auf, da kommen immer noch mehr, ne? Ja, erstmal die fette Sau hier wegbumsen. Ja, ich würde aber lieber erstmal mitkommen. Oh, ich hoffe, dass wir da eine gute Waffe finden. Warte, ich rette dich. Du brauchst mich nicht retten, ich habe alles unter Kontrolle. Da ist einer, guck mal, der macht auf Babbo. Du, komm mal her. Du Horn. Du hast Human Labs Verbot. Der mit Anlauf jetzt auf dich zu, Testo. Der kommt mit Hilfe. Anlauf auf dich zu. Fahm, Junge, mit Baseballschläger weg. Oh mein Gott, ich kann hier rein. Steht wieder auf. Ey, da kommt eine Oma. Schnell rein. Ja, weil du eben Oma beleidigt hast. Digga, pass auf, kämpf gegen die Oma. Pam! Digga, du schlägst die Omas. Überleg mal, das wäre unsere Oma. Weißt du, wie die Oma aussieht? Bam. Alter, guck mal, wie viele da kommen. Ach du Kacke. Weg. Ist das dein Ernst, Testo? Walla, du böse Einhund, ich kehre mich, mach aus! Nein, ey, sorry, wirklich. Nein, Walla, fick dein Leben, du. Wo bist du denn jetzt? Nein, du bist da hinten. Digga, wo fliegst du denn hin? Ich will nie wieder mit dir. Nein, komm jetzt zum Human Labs, Digga. Ich geh jetzt hier rein und guck, ob wir hier eine Base bauen können. Mach keine Scheiße, Digga. So, es tut mir wirklich leid, aber du rennst die ganze Zeit vor meinen Schüssen. Willst du mich verarschen? Ohne mich, du wärst draufgegangen. Hä? Ja, such dir ein Auto, ich hol dich gleich ab, wenn nicht. Boah, hier im Human Labs können wir richtig gute Base bauen, ne? Ja. Ja. Ey, es kann aber nicht sein, hast du kaum noch Leben gehabt, weil du immer mit einem Schuss stirbst. Wenn du mir in den Kopf schießt, das ist eine Pistole, Digga, wo lebst du? Ich hab dir nicht mal in den Kopf geschossen. Spielt doch keine Rolle. Ach du Scheiße, ich höre die Stimme, Digga. Ach du Kacke. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Bruder, ich hol dich lieber erstmal ab. Ich höre die Stimmen. Ich bin nicht dein Bruder. Wieso nicht? Weil du bist mein Sohn. Ja. Dann hol dir mal ein Auto. Oh, ey. Ich bin bei Human Labs. Du bist bei Human Labs? Ja, und wer du tötest mich wieder. Wie hast du denn das gemacht? Ich bin mit Telekom da gekommen. Bist du über die halbe Karte geflogen, oder was? Natürlich, mit Helikopter. Ja, pass auf. Ich komme. Ich hab noch... Ich hol jetzt sogar meine Sniper raus. Ja, um mich wieder zu töten, ne? So. Wo bist du? Ich lande gerade.
Bei mir? Ja, richtig. Human Labs für Bello kommen. Tower von Human Labs für Bello kommen. Bitte um Notlandung. Bitte um Notlandung. Ja, flieg hier bei mir hinten. Zu mir hinten, zu mir hinten. Mayday, Mayday, hier zu mir. Mayday, Mayday. Warum Mayday? Ja, weil ich komme. Dann soll alle in Sicherheit gehen. Ich werde stirbst. Was soll's denn? Ballo, zack. Zack. Ah. Komm her, Papa, komm her. Wo bist du? Hier. Ich red mit denen. Bist du da? Ja, dann red doch mit denen. Jetzt vorbei. Okay, rein. Ach du Scheiße, die bewachen das Ding jetzt hier. Oh mein Gott, hier kommen immer mehr. Guck mal, da kommt einer, was ist weg denn? Pam! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, da ist 50 Cent da hinten, pass auf. I'm in the candy shop. Ich hab 50 Cent abgeknallt. Guck mal, so, der ist so blöd, hast du gesehen? Der ist von ab rein, 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 Digga. Okay, komm rein. Digga, wir müssen hier Licht machen. Ist so eine Lampe? Da kommt noch einer. Hinter dir. Boah, ich hab dich gerettet, Alter. Du mich gerettet. Ja. Ich hab hier gerade Stimmen gehört, ne? Hier war wieder einer. Komm her, du kleiner Pisser, hä? Komm her, hä? Was hast du davon? So, warte. Hörst du das, Digga? Willst du mich auf Arm nehmen, Testo? Ich war das nicht. Walla, dann lass den Horn suchen, der gebellt hat. Testo, hinter uns! Das war... Oh mein Gott! Der hat einen, was ist denn das für einer? Und die Maske an. Verprügel den! Komm her, du Wechser! Bam! Das war's, der SKO. Da kommt noch einer! Der hat Zack-Life-T-Shirt an. Ja, geh weg, geh weg, ich schnall dir ab. Ich schnall dir ab. Komm her, komm her. Ach, brauchst du nicht. Pam, einfach beide weg, weg. Ja, komischerweise stehen die wieder auf. Okay, ich komm weiter rein. Ah, hier sind die Hundekäfiger. Hörst du das, Dicker? Normalerweise kommt das aus den Käfigen. Ist das, oh mein Gott, Dicker, da kommt einer! Du musst den mit Taschenschlampe schlagen. Taschenschlampe? Bam! Ich hab Angst. Bello, ich hab ein bisschen Angst. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin dein Vater. Was ist denn das, Digga? Da kommen wir auf uns zu, Testo. Ach du Scheiße. Geh weg, ich schalte dich ab. Geh doch weg. Dann schießt doch. Ja, dann stirbst du wieder. Das war ein Ghetto-Ollen. Ich das waren Aslak-Bräute. Ja, ach ne, die hat doch letztens auf Bahnhof geschrien, Aslak voller. Und die andere hat doch geschrien, Zack Life. Wie viel Leben hast du noch? Zack Life Leben habe ich. Geh du vor. Wieso ich? Ich hab Termin, du musst, ich hab keine Zeit vorzugehen. Nein, du musst jetzt vorgehen. Na, ich hab da noch einen Termin. Das war's. Wo ist was? Test, ich hab Termin, wir müssen dann gehen. Nein, nein, geh mal weiter da. Doch, ich hab einen Termin. Geh jetzt weiter. Ich hab einen Termin, Testo. Testo, ich hab Termin, wo? Ich möchte was. Nein, bleib jetzt hier. Okay, dann müssen wir uns aber beeilen. Wo hast du denn schon wieder ein Termin?
Ich hab den. Au! Oh! Ah, Digga! Geh weg, geh weg, geh weg! Digga, pass auf, das sind richtig viele, Digga! Nicht sterben jetzt! Oh, hinter mir! Schaffst du's? Nein! Scheiße! Digga, jetzt hast du. Ja, lass mich doch mal vorrennen, Digga! Renn doch vor! Oh, Digga, wie viel Leben hast du noch? Ess was hast du essen? Ich gucke. Oh, ich brauche unbedingt was zu trinken. Okay, Cola. Okay, alles wieder gut erstmal. Ja, du darfst dich immer vorrennen, Digga. Du hast doch gesagt, geh vor. Ja, aber nicht, wenn ich schieße, Digga. Da ist einer, Da ist auch eine drinne. Da ist eine drinne, Digga, warte ich schnell ab. Hallo, Karba. Ey, komm doch raus, du. Du bist eingesperrt. Oh. Komm her, du Kachba. Komm doch raus. Ist das mein neuer. Da ist einer. Digga, was ist das für einer? Hab den einfach weggemacht. Mir scheißegal. Ach du Scheiße, Bruder, Junge. Guck mal, okay. Oha, hast du das Blut gesehen? Das ist ganz schön unheimlich hier, Alter. Hier ist Blut, Alter. Normal, wenn ich zuschlage, da wächst kein Blut mehr. Mhm. Ist ein Sprichwort. Okay, komm weiter, hier geht's weiter. Oh, Gottes Willen. Ich werde angegriffen von Hintermeer. Hast du? Ich bin tot. Digga, der hat meinen Vater umgebracht. Nein, du kleine Mistsau. Kleiner Wichser, Digga. Scheiß Zombies, Digga. Jetzt bin ich hier alleine. Super. Du Scheiße, Mann. Ja, was werden nämlich die Zombies... Jetzt hier aufessen, Digga? Achso, lass mal hier schlafen gehen. Wieso? Und uns verbarrikadieren. Wollen wir uns hier verbarrikadieren? Ja, richtig. Und dann machen wir morgen, wenn wir ausgeschlafen sind, weiter. Okay, gut, dann verbarrikadieren wir uns jetzt hier im Human Labs, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, haut da rein, kauft deinen Standard-Skillist in, Alter.